Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Wir suchen gerade mal den Kalkfahrer auf die richtige Position zu bringen. Wenn man hier alles selbst macht, ne? Also den Kurs, den ich gerade jetzt hochfahre, den muss man ja zurückfahren. Dann passt das normalerweise. Wenn wir Glück haben, rechnet auch. Nebenbei schon abbei und ernten Raps. Wie gesagt, wir haben jetzt hier bei Sovia ein Problemchen. Wir werden mindestens 3 Wachstumsstufen reinkriegen. Also werden keine 5 machen können, werden wir aussehen in Zukunft. Das gibt technische Probleme. So, jetzt schauen wir mal, wie der Kurs sagt. Ob er hier, muss ich mal gleich schauen. Ja, das ist okay. Ob dann das okay? Da macht es auch Sinn. Können wir noch nicht eingreifen. Raps ist aktuell mit 53%. Dann werden wir mal gleich eingreifen. Deckel auf. Vorne auch. Ich habe die böse Ahnung, dass wir auch kalken müssen hier. Aber nicht unbedingt. Hier vorne können wir ganz gut abtanken. Das passt ganz gut. Eine Kurve ist mir blöd zu fahren. Beim Ernten will er bis außen fahren, aber beim... Oh. Natürlich auch ein kleiner Verlust, ne? Oh ja, heute ist Freitag. Heißt, die Woche ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt heute frei. Ich darf wahrscheinlich nicht frei. Wenn ich frei haben würde, dann können die anderen nicht arbeiten. So wird gesagt. Aber mal schauen. Vielleicht habe ich auch frei. Ich staune, dass es gut läuft heute. Naja, guck auf Holz. Haben wir gestern nicht verstehen können. Aber ich denke mal, vermute mal ganz stark, dass irgendwo mein Eye-Tracking-Kabel nicht richtig drin steckt hat. Daran ausgefallen ist, das dann anders kann man nicht erklären. Vermute ich ganz stark. Denn damit kannst du am Hängen sein. Wenn du da direkt mehr reingehst. Also im Mehrspielermodus, naja, hatte ich ja vorher auch nicht gehabt, muss ich sagen. Das war das erste Mal. Wenn wir den Rest ausfüllen, dann ist der auch leer. Raps, 0%, der ist leer. Okay, kann man mal ausmachen. Ja, die Bega arbeitet noch. Heute wird der erste Tag sein, aber wenn wir nicht ganz schaffen. Gucken wir mal, wo der Kalkfahrer steckt. Ist dunkel. Und hier ist die
C-Maschine. Zug. Flüge. Ja. Wie gesagt, hat er noch einen Teil auch nicht gekalkt. Jetzt braucht er den Vorsprung. Ja, und die Zeit läuft nicht mit, ne? Das ist typisch. Dauert noch lange. Das heißt, normalerweise ist eine Decke für Seemaschine. Wir bräuchten einen zweiten Kalkstreuer. Der Soja blüht schon. Das wird lustig. Werden wir schon an den Rand arbeiten können? Machen wir ja sowieso. Über Stufe 1. Das ist äußerst ungünstig. Fehlt aber ein Kalk. Ein riesiges Ende noch. Da ist viel, viel Arbeit. Da ist sehr viel Arbeit noch. Wir mal schauen, ob wir noch ein Geld nehmen können. Weil der brauchen wir eine andere Maschine, langfristig gesehen. Das heißt, hier wird ein bisschen mal Kohle rein. Braucht ungefähr 70.000. Und dann schauen wir mal nach Maschine größer und breiter. So, nee. Gerätschaften. Düngertechnik. Ich habe da einen Mod. Kalk und Dünger. Konfigurieren. Aufbau, Aufbau. Dann machen wir einen auf Grau wegen Kalk. Streuteile. Basis. 20 Meter. Kostet 70.000. Zurück. Weil der braucht noch ein bisschen, da haben wir noch ein bisschen Probleme. Der Geld ist ein Beschlag. Da ist das. Wenn wir den nehmen. Dann werden wir uns mal holen, ne? Unterstützung, seid mal so ganz vorsichtig, und was wir machen können, wir können nachher noch ein besseres Licht. Ja, noch besser? Nee. Ja, hier ist die Wiese. Ah, jetzt haben wir die Richtung. Dann. Ja, es ist dunkel. Ich weiß. Bei mir scheint gerade Sonne rein, ist noch blöder. Der Kalker ist leer, heißt, er wird mir bald entgegenkommen. Mit Glück. Der Rapsfahrer ist auch fast voll. Fahrer, das klappt sowieso nicht im kleinen Feld. In Anführungszeichen. Die Mutter halt warten, ne?
Wir wollen schnell zum Händler und dann einen Kalfschreiber noch holen. Und dann müssen wir da helfen mit dem Feld. Sonst wird doch nichts. Wie auch 64 haben erstmal der Aussaat beginnen, wenn er mit Kalfschreiber praktisch fertig ist. Jetzt kriegen wir nur Probleme. Karambolage. Und dann fängt er mittendrin wieder an zu streuen. Ist ja auch nicht gerade ideal. FPS, CPU, geht. Andere Werte passen auch. So, ideal ist was voll. Fast, wir haben Vollmond. Wird mal ein bisschen länger ziehen, die 80 Minuten plus die Zeit, die wir nicht genommen haben. Ja, macht ja nichts. Entladen wir. Entladen wir gleich. Warmblink an hier. Wo ist er denn? Ich hätte doch mal den LKW leer machen sollen. Also wenn der jetzt woanders lang fährt, könnte kritisch sein. Oder sehr wahrscheinlich. Müsste aber nicht. Muss nicht. Also kann, muss nicht. In den nächsten Folgen im Hintergrund noch nicht mehr zu sehen. Dann könnt ihr ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Naja, sollte gestern kommen. Laut Mail. Ich habe wohl zu tief geschlafen. Klingel nicht betrachtet, glaube ich zwar nicht. Aber ich vermute mal, ihr habt gesehen, schauen Sie zu. Lass ihn mal schlafen. Doch muss ich morgen. Morgen ist die Post. Nach Feierabend. Morgen mache ich noch ein bisschen länger. Mal sehen. Wenn wir früher anfangen. 15 Minuten ungefähr. Also ungefähr, genau. Und dann. Da macht er wieder noch nicht. Na gut. Und dann. Ja, wenn ich bis halb arbeite, habe ich eine halbe Stunde mehr. Und dann, ja, halb kriegt dann auch keine Punkte. Dreiviertel dazu bringt auch nichts. Gibt's nicht. Ein paar Meter zu weit. Das habe ich gedacht, das wird mir gleich leider. Oh, das ist nicht gut. Das ist die Eingreifen. Entlassen. Wenn wir im zweiten fahren, wird es gehen, aber das ist ja noch nicht. Links, rechts, links. Bahnversatz. Ah. Da muss ich mal kurz gucken. Hier aktiviert. Möchte aber gar nicht so ein Zeitpferd. Auf maximale Entfernung. Die Frage. Soll ich mit dem zweiten noch arbeiten?
Seitenverkehr. Wenn man Seitenverkehr. Ja, das ist einfach etwas ungünstig. Also irgendwie. Nächster Punkt. Laden. Arbeitsbeute. Wendekreis ist klar. Auf 100%, das ist auch logisch. Unbekannt, Name, Kurs. Kraftbaumodus. Plan, Haltezeit. Muss ich jetzt nicht verstehen. Möchte ich gar nicht haben. Entfernung deaktiviert. Aktiviert. Mir zu blöd, zu hoch. Tja. Lass mal da jetzt fahren. Der braucht eine Weile. Jetzt nicht den ausmachen könnte. Blocking. Ja, das sagt er, in Gefahr, wo er hin soll. Ach nee. Ja, wo er ist? Im Wald. Ja, am Feldrand. Am Kartenrand. Am Ende der Welt. Fahren wir mal Richtung 46. Wenn wir freie Sicht kriegen. Gut. Jetzt fahren wir zurück. Gibt's doch gar nicht. Ich nicht gerade lustig, ne? Ja, dann stehen wir den anderen gleich nicht. Dann nehmen wir gleich den anderen. Mehr schaffen wir sowieso nicht mehr. Da werden Fahrzeughänger noch holen und zum Hof fahren. Und dann das Feierabend für heute. Ich habe eine Pause verdient. Oh. Weil der Markt hat heute nicht mehr. Ach, dann haben wir noch stehen hier. Der andere ist der Düngerstreuer. Wird die anderen Kalkstreuer verscherbeln. Wenn irgendwas leer ist. Also verscherbeln ist gut. Dann lieber kommt noch so einen zweiten dazu. Jeder, wenn er auffüllen will, gibt es Probleme. So, halt, da kommen wir nicht vorbei. Aber den können wir jetzt auch Dünger streuen, zur Not. Er hat ja, Anführungszeichen,
Pflegebereifung. Aber den werden wir mehr zum Kahlschall nehmen. Wollen wir Gas geben. Wir wollen schaffen, dass wir der Piep-Piep kommt hier. Da liegt jetzt also bescheiden hier. Wo ist der KI-Verkehr fährt? Ups. Gut, dass wir uns auskennen. Hinteren besser? Ja, ein bisschen. Man sieht auch nicht viel, aber halt die Straße, ne? Also, heute hat es geklappt. Mal sehen, wie das nächste Mal klappt. Also, Windows werde ich mir vorläufig nicht auf dem Zocken mehr. Das ist ein bisschen blöd. Am Donnerstag und oder Freitag werde ich hier Nordfriesische Marsch aufnehmen. Da geht ja eine neue Folge ab Montag. Hier beginnt immer ab Samstag. Könnte ich mal rein theoretisch, aber das wird zu eng, weil Livestream und dann nachher auch hinterher aufnehmen für die neuen Folgen jetzt nachher vorbeigefahren. Der hat keine Pflegereifung Traktor. Das heißt auf gut Deutsch, wir werden den jetzt auch stehen lassen können. Und Timer läuft. Dann fahren wir noch ganz kurz zum Silo, da wissen wir, was wir da machen müssen. Aber Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier und da ein kleiner Crash, wie es so sein soll, ne? Spannung, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo oder beides. Ich sag schon mal Danke. Ansonsten machen wir weiter in der nächsten Folge. In einer Woche. Da seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann.